Moin, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter und ja, der Preis hält sich um die 57.000 Dollar. Es gab einen kurzen Einknick gestern und ansonsten aber seit wenigen Tagen eine Seitwärtsbewegung, kann man sagen. Ja, es sieht im Großen und Ganzen ganz gut aus. Schauen wir mal auf die aktuellen Preise. Die sind ja 57.358 Dollar. Das entspricht in Euro 47.692. Damit ist ja eigentlich so plus minus null in den letzten 24 Stunden. Auf die Woche gerechnet haben wir ein Plus von 4,7% und auf die Woche ein Minus von 2,3%. Also ja, es gibt nicht allzu viel Veränderungen. Ja, allzu viel Veränderung. Der Preis hält sich relativ stabil, kann man sagen. Jedenfalls jetzt seit letzten Samstag oder Freitag schon, ne? Und auch sonst, wenn man in die Bitcoin-News schaut, gibt es da wirklich relativ viel Positives über den Bitcoin zu erfahren. Auch ein wenig Negatives. Es gibt Überlegungen von manchen Staaten in manchen Gebieten, das Bitcoin-Mining zu verbieten oder zu reduzieren. Das hat was mit dem hohen Stromverbrauch zu tun. Das wird in Zukunft sicherlich immer mal wieder Thema sein. Aber nun ja, Energieverbrauch hat ja auch andere Unternehmen nicht wirklich ja, zum Aufgeben gezwungen. Sondern ja, wenn es in irgendeinem Gebiet Schwierigkeiten gibt, vielleicht mit der örtlichen Regierung, dann wandert man halt woanders hin. Ich glaube, den Bitcoin-Kurs selbst wird das nicht so sehr jetzt irgendwie beeinflussen. Viel interessanter ist, dass jetzt auch tatsächlich anfangen, die Banken in Amerika sich für den Bitcoin zu interessieren. PayPal hat es ja vorgemacht, seit einigen Wochen kann man, zumindest in Nordamerika, ich weiß nicht, ob es schon überall so ist, kann man mit Bitcoin bezahlen. Und ja, da sind die Banken jetzt natürlich etwas im Rückstand gegenüber PayPal. Und nun haben wohl die Banken erkannt, dass der Bitcoin bleiben wird. Und es bleibt abzuwarten, wie es dort weitergeht. Auf jeden Fall warte ich auf weitere Steigerungen im Bitcoin-Preis. Auf der anderen Seite ist es zurzeit so, der Ethereum könnte sogar wertvoller werden als Bitcoin, habe ich vorhin gelesen, weil dort einfach ein Update gemacht wird, eine neue Technologie. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Und ob der Bitcoin, ja, sag ich mal, die wertvollste Währung, die wertvollste digitale Währung bleiben wird. Das ist natürlich wirklich nicht sicher. Also die Preissteigerungen sind irgendwo auch Spekulation. Aber nach wie vor ist der Bitcoin, ja, der einzige digitale Coin, der an der Börse in New York gehandelt wird. Aber es gibt natürlich so Trading-Plattformen wie eToro, die auch, diverse Kryptowährungen zum Traden anbieten. So dass wirklich auch der Bitcoin nicht die einzige Möglichkeit hier ist. Ja, das für heute. Ich glaube an weitere Preissteigerungen. Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Ich werde das weiter für euch beobachten. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.